Moment. Ich darf anfangen. Okay, ich darf anfangen, dann fange ich auch an. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für euer Interesse. Und ja, ihr seht es ja selber, wo ihr hier gelandet seid. Stress, lass nach. Ach, unser Ehrengast. Ach, noch mehr Ehrengäste. Stress, lass nach, eine einfache Meditationsübung. Ja? Vielleicht ganz kurz, vielleicht trudeln noch Leute ein. Ich erzähle erstmal, ja, was das hier soll, wer ich überhaupt bin. Ich heiße Heiko Marmorow. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ja, ich bin Frontend-Entwickler und mache mit WordPress und. Dieser Vortrag hat nicht direkt mit WordPress zu tun, aber indirekt dann wohl doch, weil ich glaube, jeder, alle, die mit WordPress zu tun haben, egal in welcher Richtung, haben auch irgendwie mit Stress zu tun. Und genauso, ja, womit ihr auch immer euch beschäftigt oder was auch immer ihr seid und was auch immer ihr tut, ich denke mal, Stress kennt jeder, kennt jede. Nicht? Das ist etwas, was wir alle haben, unfreiwillig haben. Und etwas, was wir alle nicht haben wollen, nicht? Was wir loswerden wollen. Und vielleicht so als Vorgeschichte und wieso, weshalb, warum, warum mache ich sowas oder wie komme ich jetzt zu so einem Thema? Meine Geschichte ist halt die, das war im Jahr 1999, ich war da sehr aktiv beruflich und ja, habe mir auch privat viel Mühe gegeben, wildes Leben. Aber in dem Jahr, das war schon vorher natürlich, habe ich gemerkt, irgendwie es lässt alles, der Spaß lässt langsam nach. Also die Lebensfreude lässt langsam nach. Und das, was man klassischer, typischerweise ein Burnout nennt, stellte sich bei mir ein. Also ausgebrannt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin eigentlich ein Mensch, würde ich mich bezeichnen, als Optimist, als lebensfreudig oder so, also immer Spaß. Und selbst wenn es mal einen Tiefschlag gibt, dann dauert das nicht lange bei mir, dann lache ich auch wieder. Aber dieser Charakterzug sozusagen im Laufe der Zeit hatte sich da, ja, wurde immer weniger und schwächer. Bis dann zu einem bestimmten Tag. Ich kam abends von der Agentur nach Hause. Ich war ganz alleine, es war nichts weiter los, es war eigentlich ganz normal. Kam nach Hause, ich weiß noch, ich habe mich umgezogen, also die Sachen ausgezogen. Dann weiß ich eine Weile nichts mehr. Und dann weiß ich, stand ich plötzlich in einer total verwüsteten Wohnung. Ich habe meine Wohnung kurz und klein geschlagen. Also habe alles randaliert. Das war sozusagen die Spitze des Eisberges. Da wusste ich, okay, Cut, hier ist irgendwas falsch. Dein Leben, du musst etwas verändern. Was muss ich verändern? Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich nie mit solchen Sachen beschäftigt, aber intuitiv irgendwie war mir klar, du hast in deinem, also was ich vorher gemacht habe, äußerlich, sag ich mal, alles Mögliche gemacht. Ich habe so viele Jobs, ich habe hier und da studiert und ich habe irgendwie alle möglichen Sachen probiert, was man halt so probiert und Hobbys und tralala. Aber ich habe gemerkt, okay, am Ende hat mir all dieser Spaß, Fun, Party und so weiter ja nichts gebracht, weil ich bin ja trotzdem zu diesem Punkt X gekommen für mich. Ja? Und da habe ich mir gedacht, okay, im Äußeren habe ich es nicht gefunden, also das kann mir alles nicht helfen. Ja? Es ging mir auch zu dem Zeitpunkt sehr gut, also ich hatte jetzt super Job, super Freundin, Freunde, Party, tralala, alles gehabt, also da hat es an nichts gefehlt und trotzdem war ich ausgebrannt durch den Job und die ganzen Umstände. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss da irgendetwas in mir drin, also mein Geist, damals hätte ich das noch nicht so benennen können, aber ich wusste, irgendwie hier drinnen musst du etwas verändern. Ja, dann habe ich mich, wie man so sagt, auf die Suche, auf den Weg begeben
und habe ja, zufälligerweise, was auch immer Zufall bedeuten mag, aber bin zufälligerweise, ich wollte zu einem Yogakurs. Irgendwie war mir klar, ich muss da irgendwie sowas machen und Yoga fiel mir dann so als erstes ein. Ich habe null Ahnung von spirituellen Dingen oder so, ja, gar nichts. Und irgendwie so Yoga, das waren für mich so die Freaks, Entschuldigung, die da irgendwie so ein bisschen was anderes machen, gehst du mal dahin. Und dann bin ich dahin, habe mir da so einen Termin rausgesucht übers Internet, das war 1999, da war das noch nicht so selbstverständlich, dass die Internetseiten von irgendwelchen Studios oder so auch wirklich up to date waren. Ich kam da halt hin zu diesem Kurs und da war mal ein ganz anderer Kurs, Meditationskurs. Und ich bin fast aus den Latschen gekippt, weil ich dachte, ey, das ist mir zu freakig. Also mit solchen Typen will ich nichts zu tun haben. Die sind mir irgendwie suspekt. Das ist irgendwie Gehirnwäsche oder ich weiß nicht, was die da betreiben. Aber es war so schwierig für mich. Also ich, wie gesagt, ich habe einen Agenturjob. Ich bin so 22 Uhr, 23 Uhr zu Hause gewesen. Das war 16 Uhr an einem normalen Arbeitstag. Ich 16 Uhr. Also, aber es hat geklappt. Also den Tag habe ich echt freigekriegt. Und ich war schon einmal da, habe ich gedacht, okay, ich setze mich hin, lass den Typen erzählen, was er da zu erzählen hat. Und dann, wenn es zu doof ist, kann ich auch wieder rausgehen. Könnte übrigens auch. Ist immer Exit. Naja, ich habe den guten Mann erzählen lassen. Und er hat eigentlich gar nicht so viel erzählt. Was er mir, oder was er uns, der Gruppe, eigentlich versucht hat zu vermitteln, war eigentlich nur eins. Und das versuche ich auch euch vielleicht so ein bisschen zu vermitteln. Die Frage, die sich jeder stellen muss oder um die sich dreht, wenn man ja, ein inneres Problem hat. Stress ist ja, ich sag mal, wie so eine Käseglocke für ganz viele Probleme oder für Symptome letztendlich. Worum geht es mir eigentlich? Was will ich? Was wollt ihr? Was wollt ihr hier? Was wollt ihr in der anderen Session? Was wollt ihr morgen früh? Was wollt ihr Montag oder Dienstag auf Arbeit? Was wollt ihr eigentlich? Das ist euer, ist jetzt rhetorisch natürlich, aber das ist eine ernsthafte Frage, die ihr euch mal ja, in Ruhe stellen müsst. Was will ich? Was ist meine Absicht? Wonach strebe ich? Nicht? Und das ist eine sehr, ich sag mal, provokante Frage. Stellt einen dann nämlich mal, also wirklich, was ist mein Leben? Was will ich? Und jetzt, das sind meine Behauptungen, also ich erkläre jetzt ein paar Sachen. Ich behaupte, das, was wir alle wollen, egal warum wir jetzt konkret uns hier reingesetzt haben, da hat ja jeder so individuell, aber das ist nur so oberflächlich, was da eigentlich dahinter steckt sozusagen. Was wollen wir eigentlich? Was wir eigentlich alle wollen, egal wie wir aussehen, ob wir jetzt Frontend-Entwickler sind oder SEO oder ich weiß nicht, Marketing, Blogging, was auch immer betreiben, was wir eigentlich wollen, was da wirklich ganz unten drunter oder im Kern dahinter steckt, ist Glück, glücklich sein. Wir wollen alle glücklich sein. Das ist der kleinste gemeinsame Faktor, der kleinste Nenner, den wir, den alle Lebewesen haben. Nicht nur wir Menschen, by the way, auch die Tiere. Auch Tiere sind genauso, haben genauso diesen Wunsch, glücklich zu sein, wie der Mensch auch. Und es gibt keinen, ich weiß nicht, in Deutschland, in Frankreich, in Polen oder von mir aus irgendwo auf der anderen Seite vom Erdball, ist alles das Gleiche. Egal, was das für eine Kultur und was die, wie die Hautfarben und anyway, die wollen letztendlich, was wir alle versuchen, ja, glücklich sein. Und wir wollen permanent glücklich sein, rund um die Uhr. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo wir nicht glücklich sein wollen. Also, sag ich jetzt mal, prüf das. Das muss man in Ruhe tief prüfen, nicht einfach nur intellektuell, aha, Haken dran. Nein, nein. Wir wollen rund um die Uhr permanent glücklich sein. Oder andere Kehrtseite der Medaille, wir wollen rund um die Uhr permanent unser Leiden los sein. Niemand will leiden. Kennt ihr einen, der freiwillig leiden möchte? Ich nicht. Ist mir noch nicht begegnet. Unvorstellbar. Das ist das, worum es sich eigentlich dreht. Dafür stehen wir morgens auf,
gehen in so ein WordCamp, gehen auf Arbeit, machen irgendwas, legen uns abends wieder ins Bett. Und selbst wenn wir träumen, im Traum, wollen wir immer noch glücklich sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Albtraum hattet und irgend so ein Monster euch gejagt hat. Warum seid ihr da schreiend weggelaufen? Weil ihr kein Leiden wolltet oder beziehungsweise weil ihr euer Glück sozusagen behüten wolltet. Selbst im Schlaf. Und ich kann euch versichern, die Sequenz, an die ihr euch erinnern könnt, ist nur die letzte Sequenz, es sind nur ein paar Millisekunden. Der Traum geht die ganze Zeit oder das Monster, was auch immer, ist die ganze Zeit da. Aber es ist jetzt nicht, um Angst zu machen oder so, sondern einfach nur, um klarzustellen, dieser Wunsch, letztendlich unser Bewusstsein ist die ganze Zeit am Arbeiten. Okay, das ist vielleicht so ein bisschen der ganz große Überbau. Was ist Glück? Was ist Glück? Normalerweise, was wir intuitiv alle glauben, was Glück ist oder was uns glücklich macht, sind immer irgendwie die Dinge da draußen, die Umstände, die Bedingungen. Ne? Wenn ich sage, ich bin unglücklich, ich habe Stress, weil, vorhin hatten wir, der Beamer funktionierte nicht. Okay, das haben wir locker gelöst, aber weil, keine Ahnung, mein Computer ist kaputt, weil das Plugin ist zerschossen, weil, ne? Tausend Weils. Wir geben immer den Dingen da draußen die Schuld. Oder der hat mich beleidigt, oder der hat mich angegriffen, oder betrogen, oder beklaut, oder ich weiß nicht was. Das, glauben wir, normalerweise ist der Auslöser von Stress. Das ist unsere ganz normale, unsere, man kann es auch, gewöhnliche Sichtweise, unser gewöhnlicher Glauben, was Stress ist und was Stress verursacht. So, und so habe ich das auch gesehen und ehrlicherweise muss ich sagen, wenn ich nicht aufpasse, sehe ich das auch immer noch so. Also diese Gewohnheit, diese Sichtweise ist sehr tief in uns drin. Nicht? Die haben wir nicht erst gestern in der Schule gelernt oder so, sondern die ist sehr, sehr tief in unser Bewusstsein, in unseren, ich sag mal, Verhaltens-Denkensmuster eingeritzt. Es ne? ist schwer, diese Kerbe so auszuwetzen. Aber es funktioniert und wir können verstehen, oder wenn wir uns einfach mal trauen, die Perspektive zu verändern, mal den Standpunkt einzunehmen, okay, diese Bedingungen sind gar nicht das Problem. Einfaches Beispiel immer, was ich gerne, mein Auto ist kaputt. Morgens, ich muss zur Arbeit, setze mich in die Karre, spring nicht an. Verdammter Shit. Und ich muss ins Büro und nachher ist der Termin und ich habe die Präsentation noch nicht vorbereitet und. Und schon sind wir gestresst, nicht? Und wir springen ums Auto wie Rumpelstilzchen und blöde Karre und war doch gerade letzte Woche in der Durchsicht und so teuer und überhaupt, was ist das für Mist? Ich kaufe mir nächstes Mal irgendein anderes Auto oder irgend sowas, ja? Und wir sind auf 180. So, was haben wir da für eine Situation? Stress, okay, ein Problem. Wir haben ein Problem. Ich behaupte, oder wir müssen lernen, wir haben zwei Probleme. Das erste Problem ist das Problem, das äußere Problem. Das Auto ist kaputt. Das ist ein Problem, ein äußeres Problem, weil wir sind nicht das Auto. Das Auto ist etwas, was nicht ich bin, sozusagen. Das ist irgendein Objekt da draußen, was ich benutze, wie auch immer. Das hat ein Problem, das ist nämlich kaputt, springt nicht an. Aber das eigentliche Problem, was wir haben, unser Problem, ist nämlich, dass wir gestresst sind oder enttäuscht oder wütend, traurig, was auch immer in dem Moment, ja? Dass wir ausflippen. Ne? Unser Geist ist unglücklich. Und das ist das eigentliche Problem, das innere Problem. Ne? Und ich möchte sagen, das ist das, die Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Natürlich, äußere Probleme müssen auch behandelt werden. Also wenn mein Auto kaputt ist, ab in die Werkstatt. Ne? Einfach, kann man sagen. So einfach ist es eigentlich. Also das äußere Problem kann mit äußeren Mitteln quasi behoben werden, in die Werkstatt bringen. So, und die wissen hoffentlich, was sie da tun, die Mechaniker. So, dann habe ich aber immer noch das innere Problem, was in mir mein Geist ist. Wie werde ich das los? Nun, wenn ihr die Antwort wüsstet, wärt ihr wahrscheinlich nicht hier.
Darum sind auch so viele nicht hier. Wie werde ich das Innere problemlos? Ja, also ich spreche ja mit einer Zunge. Ach so. Ich habe schon ganz kurz noch kennengelernt. Ich habe ja exakt die gleichen Erfahrungen gemacht. Mhm. Ein bisschen zum Tod. Mhm. Weil die erst ziemlich ja Tod erklärt haben. Und ich bin eines Glaubens. Mhm. Mhm. Warum ist niemand da? Meine Frau hat in der Zeit meine Wohnung leer geräumt, weil sie dachte, der stirbt sowieso. All diese Dinge. Und habe dann aber auch gefragt, woran liegt das eigentlich? Liegt das an den Leuten oder liegt das an mir? Mhm. Der nächste Schritt war dann halt eben, was mache ich eigentlich? Was habe ich bisher gemacht? Was Vergangenheit spielt gar keine Rolle, weil die kann ich nicht ändern, die kommt auch wieder. Zukunft kann ich nicht bestimmen, die kann morgen zu Ende sein, also bleibe ich bei heute. Und damit heißt das heute, und dann unterschreibe ich das zu 100%, heute heißt, was kann ich heute für mich tun, dass es mir gut geht. Ja. Und dann komme ich mit genau auf dieses Glück. In meinem Fall ist das zum Beispiel, dass ich mich sehr viel mit Menschen beschäftige und einfach zum Beispiel mit Flüchtlingen, die einfach Gutes tun will. Ja. Das Geld und so weiter, das spielt für mich eigentlich überhaupt keine Rolle. Darf ich dich aber da ein bisschen kurz unterbrechen, sonst geht das zu weit und die Zeit machen wir nachher. Ja. Und was ich abends mache, und das habe ich auch immer nachts gemacht, als ich da im Heim lag, das war den gesamten Tag abzuarbeiten und zu überprüfen, was hast du heute gemacht, was war gut, was war schlecht, um die Dinge wegzustreichen, muss man so ausdrücken. Okay. Um am nächsten Tag wieder mit einem positiven Gefühl aufzuwachen. Ja, ja. Ich muss dich leider cutten, sorry. Du kannst gerne meinen Vortrag übernehmen sozusagen, aber ich möchte den zu Ende bringen. Also ich nochmal zurück zur Frage, was ist dein Glück? Da stehen wir ja noch. Wir haben das, also was das äußere Problem ist, was das innere Problem ist. So, was ist mein Problem? Das innere Problem ist, ich bin also unglücklich, also das Gegenteil von dem, was ich eigentlich anstrebe. Das wissen wir auch alle, wenn wir uns checken, also unser Modus sozusagen, wie bin ich gerade? Bin ich glücklich? Bin ich unglücklich? Oder so lala, irgendwas dazwischen? Das ist alles relativ einfach. Aber was genau ist denn da jetzt dieses Glück? Und meine Antwort darauf, also ich muss nur ganz, müsst ihr selber eure eigene Weisheit sozusagen bilden. Meine Antwort ist die, ich bin dann glücklich, wenn ich einen glücklichen Geist habe. Beziehungsweise, wenn ich ein angenehmes Gefühl erfahre, erfahre ich ein angenehmes Gefühl, bin ich glücklich. Erfahre ich unangenehme Gefühle, bin ich unglücklich. Punkt. Mehr gibt es zum Glück, mehr ist Glück nicht. Das ist alles. Einfach, sagt sich so einfach. Das ist Glück. Glück ist, wenn ich angenehme Gefühle erfahre, und Leiden ist, wenn ich unangenehme Gefühle erfahre. Und was ist Glück und Leiden? Und was sind Gefühle? Gefühle sind einfach nur Teile oder Aspekte des Geistes, also meines Bewusstseins. Das spielt sich in meinem Bewusstsein ab. Es gibt, behaupte ich jetzt mal, kein Gefühlsorgan. Also der Körper hat in dem Sinne mit dem eigentlichen Gefühl überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Arm, der kann irgendwas greifen, heben, machen, tun. Beine, die können irgendwie laufen und irgendwie so, die anderen Organe halt auch ihre Funktion. Aber das Gefühl, das kann nur der Geist. Das ist etwas Geistiges, ein geistiger Aspekt, Gefühl. Manchmal sagen wir, wir haben ein Bauchgefühl und wir haben so ein Gefühl, aber letztendlich ist das Gefühl oder ist es der Geist. So, und ist nicht meine persönliche These, aber die habe ich mir versuche ich mir zu eigen zu machen, ist die, dass ich versuche, ein angenehmes Gefühl bzw. einen positiven Geist zu erzeugen. Nehmen wir nochmal diese Situation mit der Karre, morgens irgendwie am Parkplatz und das Ding springt nicht an und ich habe nachher noch den Termin und ich muss das alles noch fertig machen und so weiter und so fort. Das Auto. Ja, ist kaputt. Entweder vielleicht habe ich ein bisschen Ahnung und kann es reparieren oder auch nicht, keine Ahnung. Das Auto ist das Auto. Aber mein Gefühl, theoretisch,
habe ich die Entscheidung, kann ich jetzt darüber unglücklich werden oder nicht? Kann ich mich davon stressen lassen, das ist Unglück, oder nicht? Das heißt, kann ich auf diese Situation mit angenehmen oder zumindest neutralen Gefühlen reagieren oder nicht? Theoretisch haben wir diese Wahl, ist da so eine Weiche sozusagen, ich kann das entscheiden. Aber praktisch können wir das leider nicht entscheiden, weil wir das nicht gewohnt sind. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gelernt habt, irgendwie, irgendwo, vielleicht, aber in meiner Schule gab es das nicht und meine Eltern wissen da auch nichts von. Konnte mir keiner von denen beibringen. Sondern da ist die Sichtweise, okay, wenn das Auto, dann brauchst du eine bessere Werkstatt oder ein besseres, der ist ja schon 10 Jahre alt, dann kauf dir doch mal eine neue Karre, dann passiert dir das nicht und dann hast du auch ein besseres Leben, dann bist du glücklich. Ich glaube das nicht mehr. Habe ich für mich gestrichen. Und das hilft mir, oder hat mir geholfen, mein Stress, mein damals das Burnout, also ich meine, das ist eine tiefe, eine schlimme Depression letztendlich. Ne? Das ist ein Zustand, den man niemanden wünscht, den man selber und für andere nicht haben möchte. Nicht? Und mir hat das geholfen. Das ist mein sozusagen Rettungsanker gewesen. Der hat mich, an dem konnte ich mich raus oder wie auch immer festhalten, was auch immer. Ne? Das hat mich gerettet. Aber nur ganz kurz. Äußerlich war alles gut, ja, nein, also äußerlich war, also ich sag mal so, die materiellen und so Beziehungssachen waren gut, aber ich habe gemerkt, gerade durch die viele Arbeit, ich habe da auch ein Drogenproblem, ernsthaftes, also durch diese ganzen Mix, sag ich mal, an diesen Sachen, das hat mich so dermaßen rausgebeamt, dass ich dort, also immer mehr gemerkt habe, okay, abends, ich komme nicht mehr runter. Ich brauche, zum Anfang war es ein Joint, dann zwei, drei Joints oder diese Tabletten oder irgendwas. Morgens, ich komme nicht mehr hoch. Ich brauche andere Sachen und so weiter. Also, und wenn es dann ohne dem nicht mehr geht, dann weißt du oder sollte klar sein, was da eigentlich noch geht oder wer du da eigentlich noch bist, was du da noch bist. Ne? Und das ist nicht, also diese Situation, das war so die Spitze von dem Eisberg. Da ist natürlich noch ein langer Prozess vorher auch, nicht? Und es ist eigentlich sehr schleichend. Also ich glaube, so ein Burnout oder überhaupt so eine Phasen, wenn man das selber, man ist zu dicht drin, nicht? Das kriegst du so gar nicht mit, schleicht sich sozusagen so rein. Das ist so dieser langsame Prozess. Es gab mal so diesen Vergleich mit diesem Frosch, den man... Unschön, aber wenn man den so langsam in so ein kochendes, in so anfängt, nicht? So sind wir auch, wir merken das nicht. Also ich habe es jedenfalls nicht gemerkt. Naja, Glück. Und ich habe für mich, oder bin ja immer noch dabei, ist ja nicht, dass ich hier irgendwie, aber versuche weiter und weiter und weiter das tiefer zu verstehen, nicht? Dass Glück eine innere Quelle ist. Also mein Geist, das Glück liegt in meinem Geist. Positiver Geist. Glücklich. Egal, unabhängig, total unabhängig von den äußeren Umständen. Ich bin gesund oder damals so körperlich gesund und hatte aber immer mies drauf. Freund war krank, AIDS krank, hat gelacht. Der Körper war kaputt und hat trotzdem gelacht. Das ist der Unterschied. Ist der Geist positiv, dann kannst du selbst so eine Krankheit haben oder was auch immer. Es kann ja einfach nur jemand auf den Fuß treten. Anyway, ne? Das kann auch kleine, die normalen Sachen sein. Nicht? Im positiven Geist, alles Wolke. Im negativen Geist, machst du aus jeder Mücke, kommt der Elefant. Ja? Okay. Jetzt die große Preisfrage. Wie macht man, ich habe es immer mit dem Machen, wie macht man einen positiven Geist? Oder wie behält man den? Oder wie kriegt man den eben erzeugt? Geht das überhaupt? Kurze Antwort, ja, das funktioniert. Und deshalb bin ich auch hier, weil es zumindest für mich Hoffnung gibt.
Was wir als erstes versuchen müssen, sollten, können, ist, dass wir erstmal uns ein bisschen Abstand bekommen, also erstmal überhaupt runterkommen. Ne? Wir sind so in diesen äußeren Kleinkrieg oder Großkrieg, Alltagskrieg, was auch immer, verstrickt. Und das müssen wir uns innerlich so ein bisschen Raum geben, um überhaupt erstmal rationell oder überhaupt erstmal ja, vernünftig mit unserem Problem umzugehen. Zum Beispiel, was ich tatsächlich mal hatte mit meinem Auto, jetzt nicht diese Büro- oder irgendwie Morgenssituation, aber da war das Ding auch kaputt. Und da habe ich dermaßen gegen die Tür getreten, da war eine Beule drin. Völlig irrational, völlig blöde reagiert. Ne? Mit einem positiven Geist und normal hätte ich da ja nie im Leben freiwillig mir eine Beule ins auch noch eigene Auto, wenn es ein fremdes, haha, nee. Aber nicht, wer macht sowas? Das machen wir alle, wenn wir einen, ich sag mal, irrationalen Geist, oder wenn unser Geist irrational ist, der ist ja nicht per se irrational, sondern wenn er halt, ja, wütend ist zum Beispiel. Wut, das ist das schlimmste Geistesgift, was wir haben können. Wut, gibt es diesen Spruch, Wut tut nicht gut. Müsst ihr mal euch beobachten. Wenn ihr wütend seid, seid ihr immer leidend, also ist der Geist immer leidend. Das ist nie, man ist nie wütend glücklich sozusagen, der lachende Wütende oder so. Sowas gibt es nicht. Höchstens ja, mordgelüstig irgendwie, haha, jetzt habe ich dich erdolcht oder so. Ja, aber das ist nicht, das ist kein Glück. Du hast noch kurz. Müsste jetzt gegenfragen, was das Ego oder was du meinst, aber ich definiere Geist als etwas, was von seiner Substanz oder von seiner Natur, von seiner Wesenheit Klarheit ist. Was ist Klarheit? Klarheit ist etwas. Bewusstsein. Bewusstsein, ja, das ist Synonym, Geist. Ego sozusagen. Nicht, also Ego oder ich in dem Sinne. Ich ist etwas, was zugeschrieben ist auf meinen Geist und meinen Körper. Also ich bin ich, weil ich diesen Körper hier glaube, dass das mein Körper ist und weil mein Geist. Ich glaube, das ist mein, also ich bin der Besitzer, ich ist der Besitzer von einem Geist und von einem Körper. Ja, wie geht das? Wie macht man seinen Geist gut, positiv? Und wie kriegt man diese Wut und diesen ganzen Stress eigentlich raus? Ne? Wie macht man sich unabhängig von diesen Sachen? Wie gesagt, da brauchen wir viel, im wahrsten Sinne Klarheit, viel, ja, hier in dem Rahmen würde ich sagen, rationell. Wir müssen rationell werden, rationell denken können, nachdenken können, unsere Situation von einem frei von Wut zum Beispiel einschätzen können. Und das Wichtigste, was wir erstmal brauchen, ist eben dieses Runterkommen, geistige Runterkommen, dieses geistige Beruhigen. Nicht? Und unser Türchen oder Tor, wie wir da hinkommen, was wir da machen können, durch das wir da gehen tatsächlich, oder ja, Geist, also im übertragenen Sinne hingehen. Das ist ganz simple, ganz einfache Entspannungsmeditation. Das ist das, ja, das ist der erste Schritt. Wenn wir diesen ersten Schritt nicht machen, egal was wir da noch alles, ich weiß nicht, wer sich für Meditation überhaupt interessiert und so weiter, da gibt es die tollsten Sachen. Aber wenn wir diesen Grund nicht haben, ne, wie beim Bauen, ne, wenn das Fundament nicht vernünftig ist, da können wir Etagen und dann ist eine kleine Erschütterung und dann fällt das alles zusammen. Wir brauchen eine vernünftige Basis. Und das ist das, was ich gerne ja, euch zeigen oder vorstellen möchte, was ihr gerne sozusagen mal ausprobieren könnt. Atemmeditation. Atemmeditation, das ist sowas ja, wie das Warm-up wir hatten heute früh das Jogging, da haben wir uns erstmal so ein bisschen warm gemacht, gedehnt oder irgendwie so ein bisschen Übungen gemacht. Und das brauchen wir, dieses Warm-up benötigen wir, um überhaupt mit unserer Situation, um die Situation überhaupt erstmal klar und rationell zu erfassen zu können, um die nötigen Abstand zu bekommen. Ich war vorhin in diesem in dem großen Saal im Dürrer beim Kasper Hübinger und da gab es irgendwie eine Frage von jemandem,
ja, wie man dann ist, wenn man so ein Plugin irgendwie hat und dann gibt es irgendwie böse Kommentare dazu und so weiter. Was macht man, um das nicht an sich ranzulassen? Und Kaspar hat dann gesagt, ja, erstmal ist der total irgendwie tieftodtraurig, zu Tode betrübt sozusagen. Und genau das ist quasi da, wo wir den Hebel ansetzen, nicht? Wo wir einfach, okay, nicht tieftodtraurig, sondern wenn wir merken, es zieht uns runter oder da ist irgendetwas, eine Stimmungs geht nach unten, dann müssen wir Abstand gewinnen. Und wie kann man diesen Abstand gewinnen? Genau mit so einer Atem- oder Entspannungsmeditation. Vielleicht noch, wenn ich das so sage, bitte, bitte, bitte unterschätzt das nicht, wenn ich sage an oder Warm-up oder Entspannungs- und was man so zu Beginn macht, die ist sehr, sehr tiefgründig. Und diese Meditation war die erste Meditation in meinem Leben, in diesem Leben hier sozusagen. Und die mache ich noch heute. Ich würde sagen, was ist jetzt, 99 bis jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel, 16, 17 Jahre. Also ich mache das nicht erst seit gestern sozusagen, meditieren. Und ich weiß inzwischen, ich kann das, also ja, aus Erfahrung sagen, das ist das Wichtigste überhaupt. Also wenn man die vernachlässigt, dann hat der ganze Rest, funktioniert nicht. Ne? Die muss man haben. Und die ist auch, naja, kommt dann später, ausbaufähig, sag ich mal. Okay, ich gucke auf die Uhr, wir haben bis 45 war das, ne? Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt die Zeit gekommen. Ja, schnallt euch an. Nein, nein, es ist ganz simpel. Also egal, wenn ihr noch nie meditiert habt oder was auch immer, ich würde nämlich jetzt gerne so eine, diese Meditation, diese Atemmeditation mit euch durchführen, die kurz anleiten. Ihr müsst nichts wissen, nichts können, ihr müsst einfach nur euch entspannen, also so gemütlich es auch geht, euch hier so hinsetzen. Und da sehe ich noch jemanden gehen. Das ist zu gemütlich. Wir brauchen die goldene Mitte. Also ein Tipp zum Meditieren ist es, also es muss schon bequem sein, natürlich. Wir meditieren jetzt vielleicht so 10, naja 15 Minuten, dann sind wir schon über der Zeit, aber 10 Minuten ungefähr. Also dass ihr so einigermaßen in diesem Sitz Position überlebt. Wenn ihr müde seid jetzt sowieso nach dem Mittag und so weiter, dann ist ein guter Tipp, nicht anlehnen. Oder überhaupt sollte man immer, wenn's, also nur wenn es bequem ist, wenn es manchmal hat auch mit dem Rücken, dann ich mache das auch manchmal. nicht anzulehnen, weil dann die inneren Energiewinde frei fließen können. Also das stärkt unsere Konzentration. Wenn wir uns nämlich anlehnen, dann ist es zu gemütlich und dann ist geistiges Sinken. Also dann fallen wir genau. Das ist aber nicht schlimm. Also wer beim Meditieren einschläft, hey, nichts ist entspannender als ein Schlaf. Also Mission erfüllt, würde ich sagen. Könnt ihr auch schnarchen. Egal was der Nachbar, die Nachbarin. Und wenn die von der Bank kippen oder so. Anyway, wir versuchen uns nur um uns, also es geht jetzt nur um den eigenen Geist. Nicht um den Körper von anderen oder das Schnarchen von anderen, was auch immer. Wir versuchen nur auf unseren eigenen Geist oder in dem Sinne jetzt ist nicht so sehr der Geist das Objekt der Meditation, sondern unsere Atmung, uns zu konzentrieren. Und versucht mal, diese Absicht zu erzeugen, okay, von jetzt an, für die Dauer dieser Meditation, so gut es geht, ne? nicht pushen oder so, so gut es einfach geht, ich bemühe mich, mich voll und ganz auf diese Meditation zu konzentrieren. Und egal, was links, rechts, oben, unten passiert, so gut es geht, auszublenden, keine Beachtung zu schenken. Alles sozusagen weglassen, nach innen oder eben auf diese Atmung versuchen zu konzentrieren. Diese Absicht, das ist das Erste, wenn man beginnt mit Meditation und letztendlich mit jeder Handlung, egal ob es eine geistige, eine sprachliche oder eine körperliche Handlung ist, wird immer durch die Absicht eingeleitet. Ohne Absicht keine Handlung. Gibt es nicht. Das sage ich jetzt mal so. Und wenn die Absicht stark ist, jetzt meditiere ich, dann ist auch die Meditation stark. Und wenn nicht, na gut, dann muss ich auch meine Absicht feilen sozusagen. Ihr müsst auch
ihr werdet das merken, es kommen Ablenkungen, das ist normal, das gehört dazu. Konzentration dauert so lange und dann seid ihr wieder weg von eurem Objekt, das ist auch normal. Was ihr versucht, ist einfach immer wieder euch zurückzuholen zum Meditationsobjekt. Manchmal vergisst man das Meditationsobjekt, manchmal döst man ein und dann kriegt man es mit, oh, und dann geht es wieder hoch und dann versuche ich wieder erneut mich auszurichten. Und immer diese Absicht sozusagen hochzuhalten oder zu erneuern, zu verstärken vielleicht sogar. Das ist das, was wir machen. Das ist die Meditation sozusagen. Immer die Konzentration, diese Fokussierung auf das Meditationsobjekt, auf das Objekt, worüber wir meditieren. Und wenn ihr das tut, ist es nur eine Frage der Zeit, wie lange sozusagen diese ganzen inneren, ihr werdet vielleicht merken, jetzt, vielleicht seid ihr jetzt gerade so ein bisschen entspannt, relaxed, jetzt ist alles gut und dann versucht man, jetzt geht's los, oh, und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, hoffentlich habe ich irgendwie, heute Abend muss ich den Zug noch schaffen oder ich muss noch das machen und morgen geht's schon wieder dahin und bla bla bla. Also so dieses innere Rädchen fängt da an zu rattern, auch normal. Das rattert die ganze Zeit. Ihr werdet es nur erstmal bewusst, was da die ganze Zeit ist, weil ihr sonst normalerweise da draußen irgendwo seid. Also auch das einfach akzeptieren, was da so sein mag. Einfach akzeptieren und versuchen, okay, anyway, spielt jetzt keine Rolle, jetzt meditiere ich. Und dann habt ihr die nötige Power in der Meditation. Okay, ich werde mich ein bisschen hinsetzen. Nicht, dass ich besser schlafen kann, sondern das ist für mich einfach. Besser zu handeln. Okay, dann machen wir es uns bequem. Versuchen mit einem geraden, aufrechten Oberkörper zu sitzen. Gerade, aber nicht verspannt, ganz locker. Schultern, Nacken, entspannt. Kopf ist ebenfalls gerade. Und das Kinn leicht zur Brust geneigt. Die Atmung ist normal, braucht nichts kontrollieren. Wenn möglich ist dabei der Mund geschlossen. Wir atmen durch die Nase. Wer mag, kann die Augen schließen. Das ist sehr vorteilhaft, wenn man einen unruhigen, aufgewühlten Geist hat. Und wenn man müde ist oder einen trägen Geist hat, ist es besser, die Augen halb geöffnet zu lassen. Und man schaut dann auf den Boden vor sich. Und dann könnt ihr versuchen, eure Aufmerksamkeit auf das Gefühl der ein- und ausströmenden Luft an eurer Nase zu richten.
versucht, den Luftstrom an der Nase gewahr zu werden. Und möglichst aufmerksam zu beobachten. Versucht auch, alle ablenkenden Gedanken oder Gefühle oder sonstige Ablenkung, so gut es geht, zu ignorieren, schenkt ihnen keine Aufmerksamkeit. Von Zeit zu Zeit überprüft ganz behutsam eure Meditation und falls ihr Ablenkung feststellt, versucht ihr wieder Aufmerksamkeit auf das Objekt der Meditation zurückzuführen. Das Objekt der Meditation ist die Wahrnehmung oder das Gefühl der einen und ausströmenden Luft an der Nase. Dann können wir die Meditation langsam beenden. Könnt eure Konzentration lockern. Und ganz zum Abschluss ist es sehr gut, wenn man
seine guten Bemühungen bzw. die positive Energie, die man angesammelt hat, dass man die für einen guten Zweck widmet, zum Beispiel ganz allgemein für den Frieden in dieser Welt, dafür, dass alle Lebewesen ebenfalls Glück erfahren mögen. Oder ihr könnt auch für eure Familie, Freunde widmen, dass es ihnen gut geht. Und ganz zum Schluss könnt ihr für euch selber, für eure eigene spirituelle Entwicklung widmen, dass ihr wahre Ursache von Glück kennenlernt und erfahrt. Okay, und dann könnt ihr die Augen wieder öffnen und wir kommen zurück in den Saal. Ja, da sind wir wieder. Kurze Reise. Ist leider die Zeit schon um, also müssen Schluss machen natürlich. Ansonsten ganz zum Schluss noch von mir, es ist auch keine Zeit mehr für Diskussion, aber ich bin ja noch da, nur den Ratschlag oder die, ja, für euch zur Ermutigung, also das, was ich euch jetzt hier, was ihr jetzt gemacht habt, was ihr erfahren habt, diese Meditation, könnt ihr jederzeit, immer, wenn ihr wollt, wenn es euch Spaß macht, wiederholen, ihr könnt sie machen. Ihr wisst jetzt, wie meditieren geht. Also ihr habt das jetzt einmal gemacht, einmal gelernt und jetzt bei Bedarf kann das immer angewendet werden. Risiken, Nebenwirkungen gibt es keine, garantiert nein, je mehr, desto besser. Und versucht es einfach. Okay, ich bedanke mich, viel Spaß. Applaus